Hallihallöchen, liebe YouTube-Userinnen und User. Hier ist wieder eure Miss Testerin und zwar mit einem weiteren Video. Und zwar mit einem Quark-Video. Mal wieder. Und zwar tut es mir wirklich leid, dass ich mich so spät gemeldet habe. Es sind ja nun mittlerweile schon mehr als 400 Abonnenten. 407 an der Zahl. Ja, und dann habe ich schon 20.700 Videoaufrufe fast, denn ich denke, das 44 ist schon wieder übertrumpft worden. Dann jetzt sind es nun schon 136 Aufrufe und Kanalaufrufe 6.000, das kommt mir irgendwie ein bisschen wenig vor. Keine Ahnung, woran das liegt, aber gut. 407 Abonnenten, erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid echt so mega hammer geil. Ja, wirklich richtig mega gut seid ihr. So, dann habe ich gesagt, bei 400 Abonnenten wird die Challenge, die T-Shirt-Challenge gestoppt. Ich mache das jetzt so, ihr habt noch bis Samstag, nein, sagen wir bis Freitag Zeit, um mir die letzten Bilder einzusenden. Es sind wirklich nicht gerade viele. Bei 3, 4 Stück war es so, dass Photoshop gerade dann abgelaufen war. Oder dass sie keine Zeit hatten. Keine Ahnung. Ist mir jetzt aber eigentlich auch egal. Ich habe auch mal eins gemacht. Mal sehen, wie es euch gefällt. Ich weiß bloß nicht, wie das mit dem YouTube-Logo ist. Weil da manche das YouTube-Logo mit eingebaut haben. Ich sage aber nicht dazu, welches von wem ist und welches von mir ist. Denn darum geht es ja nicht. Man soll ja einfach so bewerten, welches man am besten findet und welches man am schlechten findet. Schlechtesten findet. So. Und unter allen Teilnehmern, also ihr schreibt dann sozusagen, wenn das Video da ist, werde ich dann nochmal erklären, Giveaway, dann eure Reihenfolge. Und unter allen Teilnehmern wird dann wieder, also unter allen Teilnehmern, die da sagen, welches sie am besten fanden und so weiter und so fort, wird dann wieder ein Giveaway oder das Giveaway eigentlich an sich veranstaltet. Natürlich können dann diejenigen, die ein Bild gemacht haben, nochmal gewinnen. Das ist nicht so, dass die es nicht mehr gewinnen können. Ja, es gab ja bei der Challenge zu gewinnen den Raketenwerfer, das Case oder das Staubtuch, wo ich mich entschieden habe, dass ich bei dem Staubtuch noch eine Folie mit dazu gebe, also eine Displayfolie für das iPhone. Ich hoffe, ihr macht schön mit, schickt mir vielleicht noch ein paar Bilder, würde mich wirklich freuen, denn es sind ziemlich wenige. Dann zu den Hundevideos. Das hat wirklich wieder richtig eingeschlagen bei euch. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich hatte bei den letzten Hundevideos irgendwie ziemlich viele Gegner. Und jetzt sind doch noch so viele. 103 Leute haben das jetzt schon geguckt. Und es ist, glaube ich, noch keine 24 Stunden online. Das ist schon ziemlich krass, würde ich sagen. Also man sieht jetzt hier schön 103 Videoaufrufe. Der Helikopter hat bei euch auch, hat auch Zuspruch bei euch gefunden. Ich habe schon mal geschaut, ob ich vielleicht noch irgendwie an den anderen Hubschrauber rankomme. Also ihr könnt hier wieder drunter schreiben, wenn ihr mal wieder irgendein Video haben wollt, was ihr jetzt euch demnächst kaufen wollt, aber nicht wisst, ob es das Richtige ist, dann könnt ihr mir schreiben, das und das, und dann werde ich mich darum kümmern. Es sollte unter 40 Euro sein, denn irgendwann ist auch Schluss bei den Firmen. Ich meine, kostet ja auch alles Geld. Ja. Hundevideos werde ich jetzt demnächst vielleicht öfters dann doch noch machen, nicht nur einmal oder zweimal im Monat. Kommt ganz darauf an, wie ich Zeit habe. Jetzt hatten wir Sportfest gestern und heute. Also es ging wirklich ziemlich zu. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also vielleicht nehme ich mir jeden Sonntag frei, das heißt es kommt kein Video, das kommt aber ganz darauf an, wie viele Produkte ich noch reviewen muss oder wie auch immer. Ich warte jetzt auf 2 Pakete im Moment von iPhone-Firmen. Das heißt an alle iPhone-Viewer, es wird wieder was zu klotzen geben für euch. Die eine Firma hat mich selber angeschrieben, worüber ich sehr froh war. Hier steht der Link stores.ebay.de/sec-launch. Der hat wirklich sehr schöne verschiedene Sachen für das iPhone, für den iPod und für das iPad auch schon. Und zu allerletzt noch zu den Produkten. Ich habe jetzt schon
zwei, drei Leute angeschrieben, ob sie das haben wollen. Das heißt, ich gebe denen das, verkaufe denen das für Geld oder ich trade das, wenn er irgendwas ganz Besonderes hat. Es kommt halt immer ganz darauf an, was es ist und ja. Ihr könnt die Leute auch mal fragen, es geht dann so, die schreiben mich, ich habe jetzt bisher mal sie angeschrieben, weil sie ja nicht wussten, dass ich das auch mache. Und die haben mir dann das Geld in mein Postfach geschickt und dann habe ich das, sobald ich das Geld hatte, habe ich das losgeschickt und das hat wirklich einwandfrei alles geklappt, ohne Probleme, worüber ich auch sehr froh bin. Wenn jetzt also irgendjemand Interesse an irgendetwas hat, dann schreibt er mich bitte vorher an, dann kann ich dann sagen, ob ich das noch habe oder nicht, denn es kann ja auch sein, dass ich das schon weg habe, das heißt, an jemand anderen gegeben habe, vergiveawayt habe und so weiter und so fort. Es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, was man mit den ganzen Sachen machen kann. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hänge jetzt mal am Schluss hier noch ein kleines Unboxing von mir dran, was ich mir selber gekauft habe. Ich weiß nicht, wie viel es gekostet hat. weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich habe nicht aufgepasst, wie viel es gekostet hatte. Auf jeden Fall habe ich mir das selber gekauft. Und ihr könnt ja mal weiterschauen. Ja. Ich muss jetzt hier wieder mit Sita gehen. Ich will. Ja, ihr könnt ja mal hier vorbeischauen bei der SEC Lounge. Und vielen Dank nochmal an 407 Abonnenten. Ihr seid wirklich so hammergeil. Das geht alles so ratzifatzi. Also wie gesagt, das nächste Giveaway startet dann am Sonntag, denke ich mal, und wird dann so 2 Wochen oder 3 Wochen laufen. Keine Ahnung, das kommt natürlich ganz auf euch wieder drauf an. Ich müsste jetzt sofort das Video hochladen, denn ihr habt die 100 erreicht. Ich werde jetzt die 100 Views auf die 150 Views hochsetzen, denn es war ja so, als ich 200 Abonnenten hatte, habe ich das auf 100 gesetzt. Eigentlich müsste ich jetzt auf 200 Views, aber wir machen erstmal 150 Views. Wir müssen uns ja so langsam hocharbeiten. Das heißt, sobald ihr es geschafft habt, dass ein Video 150 Aufrufe oder Klicks hat, werde ich ein weiteres hochladen. Ich hoffe, das ist in eurem Interesse. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Man sieht sich oder mich und ciao. Machen wir einfach das Ganze mal auf. Bleibt dran. So. Jetzt. Jetzt wird aufgemacht. Ich drehe das Ganze jetzt mal rum. Ja, wer? Es ist eine Brille. Nein, falsch. Ist keine Brille. Achtung. Tada. So. Die Klinge ist ganz schön lang. Und die geht auch nicht zusammen. Das heißt, dieses Feststellen. Man muss ja erst wieder drauf drücken und dann kann man das Ganze runterklappen. So. Dann habe ich mir noch dran einen Flaschenöffner, das Wichtigste halt. Und ein Dosenöffner und ein Kika. Kann man halt immer mal gebrauchen. Also das Wichtigste ist natürlich das Messer für mich und für euch, denn damit werde ich jetzt meine Unboxings machen. Einen wunderschönen Tag noch. Das war ja alles noch dabei. Und das noch. Und hier stand auch, keine Ahnung, wie die Internetadresse hieß. Stand hier drauf, aber ja, muss ich selber rausfinden. Das soll es gewesen sein. Und dann, wenn man sich hier was drauf gravieren lässt, dann ist das hier oben, glaube ich, lang graviert. Und